Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es einen Style and Talk. Ich schmink mich einfach, quatsche ein bisschen, erzähle ein bisschen von meiner Tochter und von meinem neuen Hund. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran, es geht direkt los. Style and Talk Zeit. Okay, passt auf. Zu ein, zwei Produkten sage ich was, zu den anderen sage ich nichts. Ja, so wie immer, weil ich habe was zu erzählen. Wir fangen aber erstmal an mit einem Produkt, wozu ich was sagen will. Ich will nochmal eine Probe ausprobieren, und zwar die Fenty Beauty Pro Filter Foundation. Da habe ich wieder so eine mega Luxusprobe. Richtig geil, oder? Mit Primer und allem Schnicki-Schnacki dabei. Wollen wir mal hier das Ding aufreißen. Ja, Farben werde ich wahrscheinlich die hier nehmen, schätze ich mal, die hellste. Gucken wir uns mal an. Fangen wir erstmal mit dem Primer an. Ja. Klassisches Style and Talk, meine Lieben. Mit Brille und allem Schnicki-Schnacki, weil ich keine Lust auf Kontaktlinsen habe. Bei uns ist so einiges los. Obwohl eigentlich auch nicht. Es ist so, ja. Meine Tochter ist schon wieder krank gewesen. Deshalb gab es auch letzten Mittwoch kein Video. Es tut mir sehr leid. Das ist, glaube ich, das erste Mal, seitdem ich meinen Kanal habe, dass ich meine selbst auferlegten Upload-Zeiten nicht einhalten konnte. Aber ich denke, ihr werdet damit leben können. Also von daher besser, als wenn ich jetzt irgendein Video noch schnell reingequetscht hätte oder was weiß ich. Das finde ich immer blöd. Also habe ich es einfach gelassen. Dieser Primer ist irgendwie richtig geil. Ne? Ich weiß gar nicht, was er machen soll, weil der ist mega reichhaltig gefühlt. Also der ist so richtig dickflüssig und cremig. Oh, er fühlt sich voll geil an. Ne? Was kann der denn überhaupt? Da steht Smooth and Pore Diffusing Finish. Diffust er meine Poren? Kann schon sein. Aber ich glaube, keiner kann die Poren diffusen. Also, aber der fühlt sich mega gut an. Jetzt ein bisschen klebrig, fühlt sich total toll an. Ich mag es. Ich habe die Foundation ja schon mal ausprobiert in dem Video mit Eva. Ich verlinke euch das. Die hat allerdings eine viel zu dunkle Farbe da zu dem Zeitpunkt gehabt. Und deshalb sehe ich etwas eigenartig aus. Aber wollen wir es heute nochmal probieren. Das hier ist die Farbe 150. Ich glaube, ist ein bisschen hell, aber okay. Nehmen wir nochmal die 220 dazu. Das ist die nächst hellere hier in dem Probenpäckchen und geben, nächst dunklere, entschuldigt bitte. Und geben nochmal davon so ein bisschen auch mit dabei. Also, meine Tochter. Meine Tochter ist ja das geilste Kind der Welt. Natürlich. Ich weiß nicht, wer mir schon länger folgt, der weiß, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass sie so ein bisschen Probleme mit dem Sprechen hat und wir da auch schon einige Sachen unternommen haben oder unternehmen sozusagen. Also sie bekommt schon Logopädie eine Weile und sie ist 3 übrigens. Und ja, also wir sind da voll im Thema. Seit unserem Sommerurlaub spricht dieses Kind ja auf einmal. Voll geil, Leute. Das ist so niedlich. Ich habe da immer drauf gewartet. Ja, unsere ganze Familie ist so voll die Quassel-Strippenfamilie. Wir reden und reden und reden unheimlich gerne. Und alle waren immer so, warum kommt nicht aus ihr raus? Was ist los? Was ist passiert? Und warum ist es so? Tja, man kann es halt nicht sagen. Es ist halt einfach so. Und es ist auch nicht weiter schlimm, weil sie ja, wie gesagt, jetzt auf einmal redet, aber ganz schlecht. Also wirklich, man versteht sie ganz, ganz schlecht. Aber daran kann man ja jetzt wenigstens arbeiten, ja? Wenn sie jetzt zumindest auf einmal spricht, dann kann man ja an der Aussprache arbeiten. Das ist ja kein Problem. Also wir sind gerade voll guter Dinge. Und wir haben jetzt auch endlich
eine neue Frühförderin. Das ist ja voll die Farce gewesen, ehrlich. Ich habe letztes Jahr, da war Maler 2,5, habe ich zu meiner Kinderärztin gesagt, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, andere Kinder sprechen, aber Maler spricht nicht. Wollen wir uns das mal angucken? Weil ich wollte nicht am Ende sagen müssen, oh Mensch, hätte ich mal was gemacht, ne? Sondern ich wollte ja einfach gucken, was da los ist. Und dann hat meine Kinderärztin gesagt, weißt du was, wir können ja einfach mal häusliche Frühförderung machen. Das ist was ganz Nettes. Da kommt einer zu euch nach Hause, quatscht ein bisschen mit, spielt ein bisschen mit dem Kind. Und das ist immer eine ganz nette Sache. Ja, fand ich auch eine gute Idee. Nur leider gab es keine Leute, die das machen konnten. Die hatten kein Personal. Und so haben wir, letzten Oktober haben wir den Antrag darauf gestellt, haben ihn auch gleich bewilligt gekriegt und so, aber es gab halt keinen, der es machen konnte. Und hatten dann im Sommer eine, die das machen konnte, die war dreimal da, dann ist sie schwanger geworden. So eine Scheiße, Leute. Also da war ich schon wieder so angepisst, ne? Ich meine, schön für sie, dass sie schwanger geworden ist, freue ich mich für sie, aber für mein Kind freue ich mich natürlich nicht. Übrigens macht die Foundation ziemlich geilen Eindruck gerade. Irgendwie mag ich gerade so Full Coverage Foundations. Ja, das aus meinem Mund. Also, macht einen guten Eindruck. Gefällt mir ganz gut. Okay, weiter im Text. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eine neue Frühförderin. Die ist schon etwas älter und macht das schon 9 Jahre. Und die will auch in den Kindergarten kommen, was ich halt richtig cool finde. Das heißt, die kommt einmal in der Woche in den Kindergarten und ja, spielt da mit Maler und unterstützt sie dort. Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Da freue ich mich total drüber. Bisschen hell, ne? Jetzt, wo ich meine Brille aufsetze. Hi, ich bin ein Geist. Aber das sieht halt in der Kamera immer mega krass aus. So ganz so im Vergleich geht es eigentlich. Lass mal erstmal den Bronzer und alles andere kommen. Oh, ich sehe zugekleistert aus. Oh, ich sehe ein bisschen zugekleistert aus. Naja, gut. Wir wollen mal gucken. Machen wir mal Concealer. Und da habe ich den Kevin Aucoin Supernatural Concealer. Weiß nicht, ob hier die Farbe Light, ob das geht. Oh ja, ich denke, das geht. Light ist okay. Ja, das können wir schon. Können wir schon probieren. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eine neue Frühförderin, das finde ich geil. Und gestern waren wir nochmal im SPZ, weil Maler ist ja im Sommer in Ohnmacht gefallen, zweimal. Und die wollten halt nochmal ein EEG machen, einfach nur um zu gucken, dass da auch wirklich nichts los ist. Die hatten im Krankenhaus zwar schon EEG gemacht und da waren auch kleine Auffälligkeiten, aber die sind da halt keine Spezialisten gewesen in dem Krankenhaus für Kinder, also kein Kinderneurologe. Und die hatte auch Fieber und so, also das EEG war eigentlich total für die Katz. Ja, und bei dem EEG jetzt, was wir gestern gemacht haben, dort, da war überhaupt nichts Auffälliges, gar nichts, alles gut. Und die Kinderärztin da ist auch mega zufrieden mit Maler. Die hat Maler dann so voll niedlich. So eine, die haben so immer so, ich weiß ja nicht, wenn einer von euch das kennt, dass das Kind Probleme mit dem Sprechen hat. Die haben immer so, also so Blätter, da sind so verschiedene Sachen drauf, ne? Ein Ball, ein Bär, ein Auto und so ein Krams. Und ich weiß es noch genau, wir waren im April diesen Jahres im SPZ und dann hat diese Ärztin Maler diesen Zettel hingehalten und hat gesagt, was ist denn das? Maler hat nichts gesagt. Ne? Und gestern hält sie ihr diesen Zettel hin und Maler so, Puppe, wie niedlich sie das sagt. Puppe, Ball, Auto, Baum, bla, Blume, bla, alles so runtergerattert, als hätte sie das vorgelesen. Ne? Ja, das war schon cool. Ne? Also wirklich, das ist so schön zu sehen, dass sie da jetzt Fortschritte macht. Und sie hat jetzt auf einmal auch Lust zu sprechen. Das merkt man ja richtig. Vorher war das so, nee, sie wollte nichts sagen. Also wenn du sie auch irgendwas gefragt hast oder so, auf gar keinen Fall hast du eine Antwort gekriegt. Und jetzt merkst du richtig, dass sie richtig Spaß daran hat. Könnte sein, dass der Concealer gut ist. Kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil mein Gesicht sieht so zugekleistert aus, Leute. Alter Schwede, ey.
Trocken und crusty. Nee, es geht. Also es ist jetzt nicht, sieht nicht cakey aus, aber es ist nicht das, was ich bevorzuge. Und ich könnte mir, ich habe das Gefühl, wenn mein Gesicht so krustig und zugeklatscht aussieht, dass das nicht halten kann. Wollen wir mal sehen. Wollen wir mal sehen. Wollen wir mal sehen. Charlotte Tilbury. Ich habe den Hollywood Flawless Filter und ihr denkt jetzt, was macht sie denn jetzt? Warum hat sie den nicht vorher aufgetragen? Ich habe das gesehen bei Emily Noel und zwar hat die gesagt, sie kriegt das schönste Ergebnis oder das schönste Finish mit diesem Zeug hin, wenn sie die Foundation drauf macht und hinterher über ihr Gesicht mit dem Zeug geht, über die fertige Foundation. Und das werden wir jetzt natürlich mal ausprobieren, weil ich finde, um noch eine Schicht aufzutragen, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe schon 100 Schichten in meinem Gesicht. Ich bin echt mal gespannt, weil also es ist das zweite Mal, dass ich das hier benutze und ich habe mir noch keine Meinung darüber gebildet. Wirklich nicht. Natürlich, wenn ihr diese Seite jetzt seht, die ist ganz matt und die hier ist. Natürlich, ihr wisst, ich liebe Glow. Also theoretisch müsste das ja das Produkt für mich sein. Ich weiß halt noch nicht so genau, ob es auch andere Produkte gibt, die Ähnliches können. Wobei man muss jetzt natürlich sagen, der ist nicht billig, der Flawless, Hollywood Flawless Filter, aber der ist auch nicht übertrieben teuer, ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, also das Produkt, das würde ich nicht kaufen, weil es so teuer ist. So ist es nicht. Aber okay, haben wir aus einer matten Foundation mal eben eine Dewy Foundation gemacht. Wie das jetzt hält? Tja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Habt ihr den? Berichtet mal. Würde mich sehr interessieren, was ihr zu dem Scheißerchen sagt. Ist der worth the hype? Ich habe bei Instagram in meinen Stories eine Abstimmung darüber gemacht und die Mehrheit sagt, er ist worth the hype. Also, wollen wir mal gucken. Trotzdem habe ich trockene Haut. Wollen wir mal ein bisschen Fix Plus. Das hilft immer, das wisst ihr ja. Nächstes Thema. Wir kriegen einen Hund. Ja, es ist jetzt soweit. Also auch hier, wenn ihr schon länger bei mir seid, wisst ihr, dass ich einen Hund hatte. Also wir hatten einen Hund, einen Leonberger. Und ja, letztes Jahr im Juli mussten wir sie leider einschläfern. Die hatte Blasenkrebs. Und das war Hölle. Also ehrlich, keine Ahnung, wie wir das überstanden haben, weil dieses Tier, wir haben das so unglaublich geliebt. Warum bin ich so verschmiert unter den Augen? Keine Ahnung, weil ich mich gestern nicht richtig abgeschminkt habe. Ja, also wir haben unseren Hund extrem geliebt und wir mussten sie einschläfern lassen. Und uns war aber von Anfang an klar, ein Leben ohne Hund kommt nicht in Frage. Dass wir irgendwann einen Hund haben wollen, einen neuen, das war immer, immer auf jeden Fall klar. Wann und wie und warum, wussten wir noch nicht. Wir haben dann gesagt, wir warten auf jeden Fall, bis wir aus dem Urlaub zurück sind, weil ja, mit einem neuen Hund in den Urlaub fahren ist blöd, ja. Den kennst du noch nicht so richtig. Und Baby, unseren alten Hund, kannst du jetzt überall mit hinnehmen können. Also ehrlich, mit der waren wir ja auch auf Sardinien. Von daher, ja. Haben uns halt gesagt, nach dem Urlaub gucken wir mal und machen es vielleicht so, dass wir im Frühjahr uns einen Hund holen. Weil dann ist ja das Wetter schöner und dann geht man eher raus oder freut sich darauf, mehr rauszugehen. Und ich kann es euch sagen, wir sind aus dem Urlaub
Autofahrt zurück, Urlaub, habe ich schon gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, ob ich einen Hund, ob ich irgendwas Interessantes finde. Ja, und dann habe ich es halt wirklich so gemacht, dass ich immer wieder reingeguckt habe, hier meine Tierwelt und was weiß ich wo, und überall halt einfach im Internet geguckt. Ich sag's von vornherein, Tierheim kam für uns nicht in Frage. Ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit dem Tierheim. Wir wollten früher auch einen Hund aus dem Tierheim holen, so, ne? Nur unsere Tierheime hatten überhaupt keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, dass jemand einen Hund abholen möchte. Und außerdem muss ich es einfach sagen, in den Tierheimen bei uns, klar, du kannst immer mal einen Glücksfund haben, aber man muss es einfach sagen, es sind hauptsächlich Kampfhunde da. Und hauptsächlich einfach Hunde, die für uns nicht in Frage kommen. So, es ist einfach so, wir haben eine dreijährige Tochter, ich habe keinen Bock auf irgendein Experiment. Und was mir auch sehr, sehr wichtig war, und ja, kann man jetzt gut finden oder nicht, es muss ein Welpe sein, weil meine Tochter hat ein bisschen Angst vor großen Hunden. Also was heißt Angst, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wenn die so auf sie zugestürmt kommen und so, das ist ihr nicht geheuer. Und ich möchte, dass meine Tochter mit einem Hund aufwächst, ja, dass die zusammen aufwachsen. Und ja, deshalb ist für uns ganz klar gewesen, es muss auf jeden Fall ein Welpe sein. Und deshalb haben wir uns schlau gemacht, oder hauptsächlich ich, mein Mann, der, ich hatte das Gefühl, er war eigentlich noch nicht so weit. Ich habe ihn, glaube ich, so ein bisschen damit überrumpelt. Aber er braucht das auch. Also er braucht unbedingt einen Hund. Ja. Also ich merke das richtig. Ohne Hund, das ist einfach nichts für uns. Ne? Das ist wirklich nichts für uns. Und dann habe ich geguckt, so ungefähr 2 Wochen lang habe ich diesen Markt dort beobachtet. Und ja, dann kam sie, die Anzeige. Und zwar wir wollten einen großen Hund. Einen flauschigen Hund. Ich meine, wir hatten vorher einen Leonberger. Ich hätte auch wieder einen Leonberger genommen. Mein Mann wollte das aber nicht. Weil diese Riesenrassen sind natürlich sehr krankheitsanfällig. Das ist einfach so. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ja, also, die großen Rassen sind ziemlich krankheitsanfällig und dementsprechend wollte mein Mann also einfach keinen Leonberger mehr, und ich habe ausnahmsweise mal nachgegeben. Ich bin sonst eher der Typ, der darauf besteht, dass das gemacht wird, was er will. Aber ich meine, er hat auch recht in einigen Sachen, und deshalb habe ich das akzeptiert. Jetzt haben wir gefunden, oder ich habe gesehen im Internet, einen Züchter, oder was heißt Züchter? Also das ist so ein, ja, Dorfzüchter, würde ich mal sagen. Also das ist hier nicht so. Ich mag ja diese richtigen Züchter nicht, die so Rassehunde züchten, und wo dann ja, wo dann die genaue Attribute erfüllen müssen, die Hunde, sonst sind sie nicht gut genug. Und so, das ist ja, finde ich ja schlimm, sowas, aber okay. Der hatte jedenfalls Welpen, und zwar. Die Mutter ist ein Labrador-Collie-Mischling und der Vater ist ein Golden Retriever. Und da habe ich mir gedacht, da nimmst du mal Kontakt zu auf. Und dann dachte ich so, ja, nimmst du mal locker Kontakt auf. Sind auch erst 5 Wochen alt gewesen, und hörst du dir das mal an? Ja, das war auf dem Freitag. Und auf dem Samstag habe ich da angerufen, bin da hingefahren mit meiner Tochter, um mir das mal anzugucken, was das für ein Typ ist, wie die Mutter aussieht und so weiter, und wie das da einfach rüberkommt bei denen. Ich bin ja immer der Meinung, wenn ihr nicht völlig doof seid, ja, und so ein bisschen Menschenverstand habt, ist es eigentlich ganz sinnvoll, sich einfach auf sein Gefühl mal zu verlassen. Bei mir klappt das manchmal ganz gut. Was Menschenkenntnis angeht, nicht so, aber so in anderen Belangen ist das schon, ja, ist das schon ganz gut, wenn ich mich auf mein Gefühl verlasse. Das habe ich in dem Fall auch gemacht. Und wir holen jetzt in 2 Wochen unseren neuen Hund ab.
Das war eine ziemlich schnelle Bauchentscheidung. Das war mit meinem Mann auch noch besprochen, dass er sich nicht irgendwie hintergangen gefühlt fühlt. Der muss halt arbeiten, deshalb konnte er nicht mit. Und ja, meine Tochter, ne, die war auch hin und weg von den kleinen Babyhunden da, aber wer ist nicht hin und weg von Babyhunden? Alter, die Foundation, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber meine Stirn faltet. Wartet mal, ich zeig's euch. Guckt euch das an. Uff. Sieht aus, als hätte ich mich für Halloween geschminkt, wisst ihr? Als hätte ich mich als alte Frau geschminkt. Oh Gott, die kann die gar nicht mehr ausblenden, ey. Ah, oh Mann, Schande. Ja, jetzt wäre ein Pony nicht schlecht, ne? Habe ich aber nicht. Okay. Ja, jedenfalls Hund hin und her. Wir holen in 2 Wochen unseren neuen Hund ab. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, weil ich hatte in den letzten Wochen so einen Hundejammer. Das war richtig schlimm. Also wenn ich irgendwo einen Hund gesehen habe, ne, dann war das wie, das war wie körperlicher Schmerz, echt. Also ich hätte bei jedem Hund, den ich gesehen habe, den hätte ich um den Hals fallen können und heulen können, wirklich. Das war furchtbar. Und jetzt, als mir klar war, als ich zurückgefahren bin, von dem Züchter dort, erstmal habe ich vor Freude geheult, dann habe ich ein bisschen um meinen alten Hund wieder getrauert und also diese Autofahrt, ich war so fertig, ne, wirklich. Ich hatte alle Gefühle, die es so gibt. Das war echt übel. Ja, der Hundi wird Rocco heißen. wir sind ja voll die Filmfans, so mein Mann und ich, und Serienjunkies. Filmfans ist im Moment ziemlich schwierig umzusetzen. Mit einer dreijährigen Tochter kannst du nicht mehr so viel ins Kino gehen. Und ja, auch sonst hast du einfach keine Zeit mehr für Filme zu gucken. Und wenn du Zeit hast, bist du kaputt. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Jedenfalls haben wir überlegt, wie wir den Hund nennen können, und mein Mann hat relativ schnell den Vorschlag Rocco gemacht, und der kommt natürlich aus einem Film, und zwar Der blutige Pfad Gottes. Wer ihn kennt, kennt auch Rocco. Also wer den Film nicht kennt, er ist auf jeden Fall sehenswert. Bisschen schräg, sehr brutal. Also kein Horrorfilm oder so, aber ein sehr brutaler, aber sehr, sehr cool gemachter Film. Ja, und daher kommt jetzt dieser Name. Der Name meiner Tochter kommt auch aus dem Film. Ratet doch mal aus welchem. Haut mal eure Vorschläge raus. Also macht mal. Mal gucken, ob es einer errät. Marla heißt meine Tochter. Marla. Ja, genau. Rocco und Marla. Wenn ich euch jetzt noch sage, wie ich meinen Hund am liebsten genannt hätte, damit er besser zu Marla passt. Nein, sage ich nicht. Könnt ihr ja auch mal reinschreiben, wenn ihr den Film erraten habt, könnt ihr mir auch reinschreiben, wie ich den Hund genannt hätte, damit der Name besser zu dem von meiner Tochter passt. Aber der Name ist nicht so richtig schön eigentlich. Hätte halt cool gepasst. Ja, so. Augenbrauen, alles fertig. Ich will noch mal jetzt eine Sache sagen, und zwar zu der Sultry Palette. Ich habe euch eine Review gemacht, die verlinke ich euch da oben. In der Review war ich zwiegespalten und hatte das Gefühl, ich müsste extrem viel Arbeit in diese Palette stecken. Muss man auch, ja, also sie ist nicht einfach so huschi huschi gemacht, aber das Ergebnis. Ich habe sie jetzt seit 2 Wochen ungefähr, und ich habe sie jeden Tag benutzt. Jeden Tag.
Nein, nicht mal 2 Wochen, 1,5 Wochen würde ich mal sagen. Ich habe sie jeden Tag benutzt und bin voll verknallt in diese Palette, Leute. Ehrlich, ehrlich. Also, wenn euch die Farben zusagen und ihr Bock habt, ein bisschen mit Make-up zu spielen, ran an den Speck. Im Grunde habe ich das in der Review auch gesagt, aber ich war so ein bisschen am Anfang so minimal enttäuscht. Ich weiß nicht wieso, aber es ist im Grunde jetzt lieber auf den zweiten Blick. Und meine Haut ist so voller Make-up. Gefällt mir nicht. Und das Dewy-Ergebnis von dem Flawless Filter, doch, man sieht es schon noch. Man sieht es schon noch. Man sieht es. Okay, geht's weiter. Ich habe einen Augenprimer vergessen, wisst ihr das? Ich wollte diesen von Nars hier benutzen. Naja, gut. So kann das auch mal kommen im Alltag. Gesicht. Bitte. Ja. Ich musste diese Palette kaufen. Das war ganz klar. Und zwar, das ist diese Gesichtspalette von Nars. Haltet euch fest. Nicht ausrasten. Eine 1. Eine 1 plus. Guckt euch das an. Übrigens, die gesamte Hollywood-Kollektion. Holiday-Kollektion von Nars. Ich habe mir das Video von Mel Thompson, die hat die Sachen reviewed. Ich bete so, dass die Sachen noch nach Deutschland kommen. Ansonsten muss ich, glaube ich, echt meinen Jungs in Amerika Bescheid sagen. Die sehen alle so geil aus, die Sachen, ne? Bitte. Hammer. Okay, was ist überhaupt drin in der Palette? Ja, auch interessant. Und zwar Laguna Orgasm und Orgasm Highlighting Blush. Dieser hier. Ich mache mal hier kurz die Finger. So sehen die aus. Und zwar ist es... War für mich ganz klar, als ich die gesehen habe, dass ich die mir holen will, weil ich Laguna schon die ganze Zeit mal haben wollte. Laguna Orgasm Highlighter. Dass ich die haben wollte, war von Anfang an klar. Nein. So rum. Also, ich habe die gesehen und wusste, du musst sie haben, weil ich wollte den Laguna Bronzer eh schon haben. Und der Laguna Bronzer liegt, glaube ich, knapp unter 40 Euro und die Palette kostet 44 Euro. Den Orgasm Blush, ich wusste, dass er nicht mein Favorit werden wird, sehr wahrscheinlich. Ich finde, er schimmert mir zu stark Gold. Ja, wenn er mehr von dieser Farbe hätte und weniger von dem Goldschimmer, nicht Glitzer, also alles in Ordnung, würde es mir besser gefallen. Dann dieser Highlighting Blush. Ich kann den als Highlighter tragen. Ich denke aber, dass er eher so als Topper gedacht ist. Als Blush-Topper sozusagen. Ich finde den schön. Wer jetzt sehr helle Haut hat und denkt, er könnte den als Highlighter benutzen, das ist nicht so. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, weil die anderen beiden sind schon toll. Und das ist wirklich nur noch mal so ein i-Tüpfelchen, ne? Würde ich mal sagen. Wir benutzen aus dieser Palette aber heute nur den Bronzer. Und ich gehe da mal mit meinem großen Fächerpinsel rein. Mir könnte er ein bisschen mehr Farbe abgeben. Es ist eher der Typ, du musst aufgebaut werden. Obwohl die anderen immer alle sagen, wenn ich jetzt so Reviews sehe, der ist mega krass pigmentiert und so. Ja. Also, ja. Für mich könnte er ein bisschen mehr Wumms haben. Aber ihr seht schon, er macht schon ganz tolles Ergebnis. Also ich kann jetzt gut nachvollziehen, warum der Laguna Bronzer so begehrt ist und so gehypt. Verstehe ich. Ich habe den ein paar Mal schon geswatcht bei Sephora und habe immer gedacht, ja... Macht mich jetzt nicht so verrückt, aber jetzt, wo ich ihn so wirklich habe und ihn auch benutzen kann, richtig auf dem Gesicht, gefällt er mir durchaus gut, muss ich sagen. Der hat eine schöne Farbe. Der hat halt auch so minimalen goldenen Glow. Von daher finde ich den ganz gut.
Aber wie gesagt, den Orgasm Blush, den benutze ich heute nicht, weil mir ist es einfach ein bisschen zu gold. Das muss ich sagen. Es ist nicht so ganz mein Fall. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera so gut sieht. Ich finde so im Swatch oder auf dem Finger hier, man sieht schon den Goldschimmer, aber ich finde, er kommt halt auf den Wangen, kommt er extrem raus bei mir. Und das ist nicht ganz so mein Fall. Aber bitte, Leute, also wenn ihr die noch kriegt, ich weiß nicht, ob die schon ausverkauft ist. Kann natürlich sein. Ran an den Speck. Es geht weiter mit Laura Mercier. Und zwar dieser Matte Radiant Baked Powder Highlight. Ganz ehrlich, für mich Highlight Nummer 1. Für mich gibt es keinen schöneren Highlighter derzeit auf dem Markt oder der, weiß ich ja nicht, habe ja nicht alle auf dem Markt, aber in meiner Schminksammlung ist es das. Der ist nicht so aufdringlich, der hat keine starke Eigenfarbe oder irgendwas, der hat kein Glitzer, der ist einfach nur. Ihr seht's, was soll ich sagen? Er ist einfach ein Traum. Das ist ja so eine Luxusprobe hier aus dem amerikanischen Sephora, die habe ich schon relativ lange und ich benutze den im Moment jeden Tag. Ja, also mit kleinen Ausnahmen, wo ich den Hatice von den Becca Hatice Berlin Glow immer wieder mal ausprobiere und dann merke ich, es mir ein bisschen zu blau, benutze ich eigentlich nur den. Den, 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 den. Und guckt mal, guckt euch das an. Ich finde, sollte das kleine Scheißerchen hier irgendwann mal alle gehen, werde ich den nachkaufen. Hundertprozentig. Dann gehen wir zu Joué und nehmen dieses Rose Gold Blush, was ein Traum ist. Ein Traum, einfach ein Traum. Ich gehe mal in beide Farben einfach rein und dann gib ihm. Ja, also, wir wollten eigentlich Style and Talk machen und nicht über die Produkte so viel quatschen. Ja, mein Hund, mein Kind, das Wichtigste in meinem Leben, haben wir abgearbeitet und ansonsten, ja, gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Was halt voll geil ist, was ich mal sagen wollte, danke an euch, weil ich habe auf einmal über 750 Abonnenten, also die Abonnentenzahl wächst und ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch die 1000 schaffen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn, dann raste ich aus, Leute. Dann raste ich echt aus, ne? Also, wenn ich 1000 Abonnenten habe, denke ich mir so, what? Ihr seid ja alle total verrückt. Ja, da wollte ich echt mal Danke an euch adressieren. Ich freue mich sehr darüber. Komm, ein bisschen Rouge geht noch, oder? So ein bisschen hier. Der hat halt auch relativ starken Schimmer, dieser Rose Gold hier, vor allen Dingen der dunklere. Aber die haben halt nicht diesen goldenen Schimmer, sondern einen Rose goldenen Schimmer. Vergiss es, ey. Mein Gelaber. Zum Schluss kommt das Laura Mercier Candle Glow Sheer Perfecting Powder drauf. Seitdem ich das habe, keinen Tag ohne. Hallo? Der Hammer. Ich gebe das einfach so über alles nochmal drüber. Das ist so eine geile Scheiße. Wahnsinn. Ja, also richtig cool, dass wir so viele Abonnenten sind, dass ich so viele Abonnenten habe. Für mich ist das viel. Ich hätte nie gedacht, dass überhaupt irgendjemand so verrückt ist und sich meinen Kanal anguckt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ich bin kein guter Fotograf, das muss ich vorher sagen. Und ihr werdet jetzt keine hohe Superqualität auf meinem Instagram-Account sehen. Aber vielleicht habt ihr trotzdem Bock, mal mir da zu folgen. Ich versuche auch immer so in den Stories aktiv zu sein. Und
Dieses Setting Spray ist so geil, aber man wird davon erschlagen. Und außerdem ist meine Verpackung kaputt. Das läuft aus. Also ich habe immer... Die Schulter ist nass, alles voll getropft gerade. Voll die Siffe ist das, ey. Das Setting Spray ist geil. Ja, ich versuche auf den Stories immer recht aktiv zu sein. Und da könnt ihr auch mal so sehen, was sonst so in meinem Leben so abläuft. Lippen machen wir mal eben. Was machen wir auf die Lippen? Nachgekauft. Und zwar in meinem Full Face of First Impressions mit nur Proben. Das verlinke ich euch. Da hatte ich diesen Sephora Lip Story in der Farbe Labyrinth City, ne? Ja, ausprobiert und war so sofort sowas von verknallt. Und den habe ich mir jetzt geholt. Machen wir mal drauf. Einfach nur schön. Also eine wunderschöne Farbe. Hier steht matt. Ich finde den nicht richtig matt, ehrlich gesagt. Also wer jetzt so einen super duper matten Lippenstift erwartet, der ist hier wahrscheinlich eher enttäuscht. Schätze ich mal. Alter, hier ist alles nass von diesem Too Faced Setting Spray. Alles nass, echt. Ach, Sauerei. So, Leute. Ich bin fertig. Ich habe euch ein Update gegeben von meinem Leben. Und ja, das war's. Ich wünsche euch wie immer was ganz, ganz Tolles und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.